Hallo liebe Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Kingdoms Evolved. Wir waren hier, ja, in der Nähe des Spawns am ersten Bienenwaben erkunden und haben, ja, ein paar Sachen gefunden, aber leider keinen Schatz, aber ja, jetzt werden wir hier diese Festung erkunden. Da gibt es vieles Neues mit Monster, habe ich gesagt. Auf normal oder schwer werde ich noch nicht spielen. Es ist mir einfach noch ein bisschen zu unwohl nach dem Krankenhaus noch so. Naja, frisch, nein. Nein, halt einfach nicht mehr drin so. Da schon sich auf starke Schwierigkeiten zu bringen. Ja, leider ist es keine Skelett mit der Festung. Es fehlt einfach an Skeletten. So. Glowstone brauchen wir nicht. Noch nicht. Da haben wir mal eine nette Lohe. Naja. Ist nur eine Lohe. Also. Möchte ich jetzt nicht machen. So. Ah, ich. Was ist denn das? Ein Werwolf. Okay. Sehen wir auf der Map eigentlich jetzt ein paar Skelette? Nö. Was ist das? Das Ding ist ein komisches Gebiet, aber wahrscheinlich einfach Gras. Da. Die Festung ist ein bisschen blöd, die andere war viel, viel besser. Ja. Das ist schade, aber ja. Gehen wir mal ein bisschen hier entlang. Jo, hier. Ist irgendwo ein Witter. Ein Gast. Okay, schauen wir dieses Grasgebiet hier noch kurz an und gehen in die andere nette Festung. Aber mal wieder auf Peaceful. So, ich bin zu viel am Konzentrieren, weil das alles wieder ein bisschen neu ist für mich. Und es ist kein, ja, ich bin der coole Drago Basler, ich mache auf schwer die Spiele und bin einfach der Beste und so. Nein, ich bin ein Let's Player, der schon mal gerne einfach Sachen ausprobiert und sich einfach nicht so hardcore verhält wie andere halt es müssen. Ich bin ein Bauprojekt, also ich sage immer irgendwie ein bisschen ist falsch. Oh, hier ist eine Festung, gute Festung. Ich sage es immer ein bisschen falsch, es ist kein Bauprojekt, es ist sicher auch ein Abenteuerprojekt, ein Rollenspielprojekt, es ist alles mögliche, aber die Let's Player, die machen viel zu wenig mit dem Bauen. Also was der Gronk, was der Skate 2002, was der Spark of Phoenix so macht, das ist mir viel zu wenig. Und ich möchte einfach in meinen Let's Plays schon ein bisschen euch da gute Sachen zeigen. Und Rollenspiel ist mir natürlich auch viel zu wenig. Bei den Minecraft Let's Plays ist ja eigentlich nicht so ein Rollenspielprojekt. Aber ja, es ist
tausendmal mehr ein Rollenspielprojekt als ein Bauprojekt. So. Gut. Und es wird euch Spaß machen, das verspreche ich euch. Also, dann haben wir hier wieder eine Festung. Machen wir da einfach und sagen, hallo, den Witterskeletten, wenn sie kommen. Was ist das? Meister des Kampfes. Okay, können wir kurz schauen, indem wir hier draufklicken. Verursacht 8 Herzen Schaden mit einem einzigen Schlag. Heißt das nicht irgendwie anders? Aber das habe ich nur auf Englisch. Ich habe Minecraft eigentlich fast nie auf Deutsch gespielt. So. Da haben wir wieder eine Wabe. Aber die ist ein bisschen mir zu anstrengend. Aber gut, dass ihr kommt. Kann ich euch auch mal ein bisschen. Entdecken. Aber, spawnen könnt ihr mir irgendwie nichts. Schade. Das ist sehr schade. So, da oben haben wir wahrscheinlich nichts. Nö. Essen. Gut. Das ist ein Käfer gewesen, das wäre das. Jetzt brauche ich ein bisschen lauter. So, die haben wir schon, die Warzen. Oh, aber gefährlich ist es hier schon. So, haben wir hier irgendwo jetzt endlich mal ein paar Skelette. Also Witterskelette, nicht nur normale Skelette. Das ist eine Maus. Okay. Das ist nix. Irgendwie machen die anderen Monster wahrscheinlich die Skelette schon ein bisschen seltener. Ja. Aber ich hab's auch schwerer als Let's Player, wo noch nicht so die Community hat. Aber toll ist sie natürlich schon, meine Community, aber auch einfach noch ein bisschen zu wenig und zu wenig. Oh, ein Sattel, gut. Zu warten. Zu wenig hilfreich. Ich glaube, wir haben schon ein paar Sättel, aber noch nicht genug. Brauchen wir die? Vorläufig mal noch nicht, oder? Machen wir dann mit vielen Rucksäcken, können wir die dann immer wieder mitnehmen. Ganz viele mitnehmen. So, wir schauen nochmals in eine solche Wabe rein. So, da ist es. Da können wir mal den Honig auch wegmachen. Platzieren.
Das Blöde. Ja, sehr blöde. Ach Gott. Ich bin schon nur wegen dem Herumhüpfen konzentriert. Hey. Ich wollte nicht hier runter. Das ist mega merkwürdig. Das ist der größte Scheiß. Hallo, ich will nur hüpfen. Ich komme ja sowieso wieder raus. Muss ich das nicht haben. So, hier ist nichts mehr. Hier oben ist noch. Vielleicht müssen wir nur die hier wegmachen. So. Machen wir mal das weg, das Zeug. Gott, Gott. Geht schlecht weg. Lieber mit der Schaufel. Schöne Blöcke. Gold. Das ist doch Gold, oder? So, in 2 Tagen und 15 Stunden beginnt das Path of Exile Let's Play. Auf dem neuen Server. Neuen Season. Ich beginne aber auch wieder im Softcore und nicht im Hardcore, das ist für mich nichts. So. Gut, jetzt haben wir die mal weg. Sehen wir hier auch besser. Ah, da ist noch eine. Gut. Haben aber wirklich hier nichts und nicht mal Gegner. Ist ein bisschen schwach. Bei, Terraria war da mehr los. Das ist wieder das Unsichtbares. So, wo haben wir denn noch? Hä? So bekomme ich die nicht? Ah, jetzt. Nur falsch. Sichtbar. So. Also, wir haben genug, hä? Dann gehen wir wieder raus. Hallo. Es geht alles zu langsam. Ja. Schön, hä? Richtig schön. So müssen die Blöcke so zäh sein. Das ist mir zu nervig. Wie steht ihr so zu diesem Klang des Castes? Oh, ich mag die gar nicht auszusprechen. Das ist schrecklich, was da die Entwickler da erschaffen haben. Gehört verbannt. Nicht mal dem Netter würdig.
Einfach nur verbannt in alle ewigen Jagdgründe. Danke, aber darf ich jetzt endlich mal wieder weniger langsam sein? Ja, danke. So. Wieso muss jetzt immer einer spawnen? Glaub's ja nicht. Ja gut. Oh, hallo Kleine. So gibt's die in klein. Hast du mir nette jemals Kinder gegeben? Hallo? Hallo, Große. Ja. Also. Dann gehen wir wieder raus hier. Ohne Erfolg. Müssen aber da irgendwie herum. Diese Richtung ist der Spawn, aber wir kamen ja nicht hier oben durch, oder? Wir kamen. Wo bin ich jetzt hier? Diese Richtung. Ja, schon, aber. Ja, wir sind hier unten. Wir müssen hier oben durch. So, schauen wir mal uns. Mann, die Mäuse, die machen mir Angst. Seid mir ein bisschen nervig. Geht weg. Haben wir hier was? Na gut. Dann gehen wir links. Es ist leider hier nirgends etwas von Skeletten. Gott, oh Gott. Wenn wir jetzt alles verlieren wegen dem blöden Gas, dann lege ich mich auf. So, wir gehen oben durch. Geht nicht. Gesund bin ich immer noch nicht ganz. Ich musste die ganze Zeit erbrechen. Konnte nichts essen mehr. Darum konnte ich keinen Zucker mehr zu mir nehmen. Das ist sogar. Sogar der Zucker habe ich erbrochen. Sogar Vitamine habe ich erbrochen. Tja. So geht es einem, wenn man krank, also wenn man Diabetes hat und das negativ, also im Unterzucker, nicht im Überzucker. Ja. Zisch ab. Zischet einfach ab. Ich gehe jetzt zurück ohne Schwierigkeitsgrad. Aber ich muss irgendwie nach unten. Mann, was ist das für ein netter. Aber unten genau ist es ja auch nicht. Na gut. Jetzt einfach geradeaus Richtung Spawn.
Ja, dann laden wir mal alles aus, was wir gefunden haben hier, und gehen nochmal so rein. Kommen wir schnell runter. Aua. Gut, hier haben wir so schöne Vögel. Schöne, nette Vögel. Hier in diese Festung geht es ein bisschen besser zurück. Dass die richtige Festung ist. So viele Festungen. Ja. Das? Ah, Gravel. Sah so detailliert heraus. Wie so ein Underground-Biomes-Stein. So, dann sind wir bald da, wenn wir hier herumkommen. Oh. Was ist denn das? Eine Ölknolle. Wir nehmen ein paar Ölknollen mit. Ölknollen. Ein paar Ölknollen. So, und dann bin ich wieder ein bisschen erlöst von dieser starken Konzentration. Ich habe es gelernt, im Fußball und im Kampfsport extrem mich zu konzentrieren. Jetzt meine ich, das müsste ich in den Spielen auch machen, damit ich nicht erfolgreich, ja, klar, ich will schon ein bisschen erfolgreich das Let's Play zeigen, so, aber gut will ich ja nie spielen, aber eben, ich habe die Eigenschaften durch diese hohen konzentrationellen Sportarten. So. Gut. Heißt wieder der. Ist wieder der gleiche. Wieder gespawnt. Hallo Kuh. Da müssen wir mal einen Seerosenblatt-Ding zum Nether Portal machen. So. Ja. Müssen nicht hier haben. Das müssen hier haben. Das. Was ist das? Chitin Netter. Ja. Soll ich die Sachen hin tun? Also hier rüber. Bisschen besser sortieren dann, wenn wir die Kisten dafür haben. Und komm schon. So, jetzt. Jetzt nehmen wir noch ein Stack Erde mit. Und gut, dann haben wir noch 5 Minuten, gehen wir noch zur netten Festung, die wir gerade hatten da, wo dann die Skelette auch spawnen, so wie ich es in Erinnerung habe. Und im nächsten Part werden wir dann ein paar Beta-Skelette hoffentlich kaputt schlagen können für die Zutaten.
Dann müssen wir schauen, wie wir den Witterboss am besten besiegen können, ohne viel Schaden zu bekommen. Ich habe schon eine Ahnung, aber nicht genau, wie man es am besten macht. So, dann gehen wir wieder runter. Das wieder rüber. Hallo. Graben wir uns wieder mal ein bisschen hoch. Es ist zwar leise im Nether, ohne Monster. Ich war früher mal so richtig einer der ganze Zeit riskant im Nether herumgetorkelt ist, aber das bin ich ja nicht mehr. Und mir ist das Projekt auch ein bisschen zu wichtig. So, dann mache ich es jetzt auch nicht. Gut, das ist hoffentlich die richtige Festung. Ja, sieht so aus. Also, wir haben noch 3 Minuten. Sonst hat YouTube wieder Probleme mit dem Hochladen, weil es ja so schlimm überzogen ist. Ja, jetzt müssen wir schauen, wo die Skelette sind. Ob die überhaupt noch spawnen. Gibt's sie überhaupt? Hallo? Ja. Mal sehr sichere Festung. Da oben hockt schon wieder so ein Gockelfreund. Wie hieß schon wieder diese Serie, wo einer auf den Gockel geritten ist? Boah, oder ist es etwas Ähnliches gewesen wie ein Gockel? Keine Ahnung. Aber irgendwie kommt mir das immer so extrem bekannt vor. Oh. Haben wir wieder ein paar Diamanten? Und eine Pferderüstung. Bisschen zu blöde. Wir haben immer noch keinen Bogen. Sie sind einfach überall. Ist das auch eine Festung? Okay, dann hören wir hier auf. Im nächsten Part geht's weiter. Und ja, mach ich kurz mal auf friedlich wieder bis zum nächsten Part. Schaut dann wieder um. Oh, einfach ein bisschen beruhigt sein. Naja, es ist ja eben nicht die Gefahr am Neffe, am Gas an sich, sondern am Zerstören. Ich mag es nicht, wenn die Gegner Sachen zerstören neben mir. Und sei es auch nur ein netter Stein oder sowas, hat es sofort zerstört wieder. Nun gut. Aber sieht mega geil hier aus. Das ist doch mal geil. Heißt dieses Biom auch anders? Boneyard, ja. Knochen. Yard, was heißt Yard? Irgendwas. Na gut. Also, Dankeschön fürs Schauen dieses Let's Play. Ja, dieses Part ist vom Let's Play. Es geht natürlich noch 1000 Mal weiter.
Und eventuell wird es mein längstes Projekt. Aber wir sind noch lange noch davon entfernt. Es war, glaube ich, irgendwie 300 Parts Regnum online. Jo. Dankeschön und tschüss.